Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus betet für seine Jünger in Johannes 17 und er sagt in Vers 9, für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraut hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Jesus bittet für dich beim Vater, weil du zu ihm gehörst. Ist das nicht wunderbar? Jesus bittet für dich. Da kann man doch Hoffnung schöpfen. Hoffnung um 12, wir wollen dich ermutigen. Wie sieht deine Frucht aus? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wie sieht deine Frucht aus? Wir sollen ja Frucht bringen mit unserem Leben und in dieser Sommerzeit haben wir so das Beispiel, wir brauchen viel, viel Wasser, um die Bäume, die Pflanzen, das Gemüse zu gießen, dass überhaupt was entsteht. Und ja, manche sind nur zufrieden, wenn es gut aussieht, aber keiner hat was davon, wenn keine Frucht daraus kommt. Und eine Frucht kommt raus, eine gute Frucht kommt raus, wenn auch das Wasser gut ist, wenn die Quelle gut ist. Und mein Freund hat einen Ausdruck, der sagt, wer Gülle trinkt, hat Mundgeruch. Da steckt eigentlich die ganze Wahrheit drin. An welcher Quelle ernähren wir uns und was sind dann die Früchte? Mundgeruch, wo jeder davon geht, oder ernähren uns wir oder trinken von einer Quelle, die uns erfrischt und die wieder andere erfrischt und wo auch die Frucht von unserem Leben genießbar ist. Sind wir genießbar für unsere Mitmenschen? Das ist die Frage. In Offenbarung 21,6 heißt es, allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Das ist eine Quelle, die du auch anzapfen kannst, die Quelle des Lebens. Und die Früchte daraus, die dürfen wieder andere an dir genießen. Danke, Herr. Herr, lass uns genießbar sein. Lass uns für diese Welt wirklich ein Zeugnis sein, genießbares Zeugnis. Und Herr, nicht Mundgeruch mit Gülle haben, mit all dem Chaos dieser Welt, dass nichts anderes aus unserem Leben rauskommt, wie das, was in den Medien kommt. Nein, Herr, lass uns wirklich an dem lebendigen Wasser schöpfen und lass uns wirklich Frucht bringen, Herr, die für jeden genießbar ist. Amen. Amen. Und wir möchten auch heute für Menschen beten, die Gottes Hilfe brauchen. Und das tun wir gerne. Und anschließend möchten wir hören, was Gott getan hat. Fürbitte für eine Glaubensschwester und ihre Familie hat uns erreicht. Meine Glaubensschwester leidet an einer Kiefererkrankung, die mit Infusionen und Ozontherapie behandelt wird. Jetzt bittet sie Gott um Weisheit, ob diese Behandlung fortgeführt werden soll. Und ihr Sohn leidet an einer Long-Covid-Erkrankung und einer genetischen Augenerkrankung, die nicht therapierbar ist und bereits zu erheblichem Verlust des Sehvermögens geführt hat. Vielen herzlichen Dank. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Mutter und ihren Sohn kennst. Und ich danke dir, dass du eingreifst in ihren Situationen. Du siehst sie und du weißt auch, dass sie um Weisheit bittet wegen dieser Therapie. Und ich danke dir, dass du diesen Kiefer einfach heilst. Dass du mit deiner Heilungskraft diesen Kiefer berührst und dass er wieder vollständig in Ordnung kommt. Danke, Jesus, auch für den Sohn mit diesem Long-Covid und dieser Augenkrankheit. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der hilft und du bist ein Gott, der heilt. Und wir danken dir einfach, dass wir es in deine Hände legen dürfen und dass du eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Fürbitte erreichte uns. Die Bitte um Versöhnung beinhaltet dieses Gebetsanliegen. Ich möchte um Heilung für mich bitten, insbesondere für meine Zähne. Ich bitte auch um Heilung für meine Freundin und die Beziehung zwischen uns. Bitte, Jesus, schenke auch Frieden mit meinem Schwager. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die mit den Zähnen Probleme hat. Und ich danke dir, dass du auch diese Zähne wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, dass auch die Ursache beseitigt ist, was dieses Problem
beinhaltet. Und ich danke dir, dass du auch Versöhnung wirkst. Danke, Jesus. Versöhnung zwischen Freundin und zwischen dem Schwager. Und danke, dass da wirklich dein Friede hineinkommt, dass da wirklich deine Liebe und deine Gnade hineinkommt. Danke, Jesus, dass sie wieder Freude haben und dass es eine gute Beziehung gibt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns einfach dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und per E-Mail schreibt uns ein Mann Folgendes: Ich habe einen Pilzinfekt, den ich nicht wegbekomme. Bitte beten Sie dafür, dass mir der Herr das wegnimmt. Im Herrn verbunden, seid gesegnet. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen mit großen und kleinen Dingen, Herr. Dinge ganz besonders, Herr, wo nirgends Hilfe in Sicht ist. Und danke, Herr, dass auch diese Pilzerkrankung verschwinden muss. Schenk Weisheit, Herr, für Pflege und, Herr, für Umgang und dass es verschwindet, Herr. Herr, dass es in einer Woche nicht mehr sichtbar ist. Danke, Herr. Amen. Amen. Vom Verlust der Gesundheit schreibt uns diese Frau: Bitte betet für mich. Ich leide schon seit 6,5 Jahren tagtäglich an einem Antibiotikaschaden, ausgelöst durch den Inhalt eines Wirkstoffes. Mein Magen, Darm und Blase sind schwer geschädigt. Bitte betet für mich, dass ich wieder ganz gesund werde. Heute habe ich eine akute Blasenentzündung und Magenschleimhautentzündung, besonders schlimm. Danke, Herr. Besonders schlimm, Herr, ist, Herr, eine Aussage, wo du eine Lösung hast. Ich danke dir dafür, Herr, Magen, Darm, Blase, alles, was geschädigt ist. Oh, Herr, wir legen es dir hin. Herr, danke, Herr. Lass da Ruhe hineinkommen, Heilung hineinkommen, Neues hineinkommen und, Herr, dass die Schmerzen verschwinden in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Menschen erleben Gottes Hilfe und genau da, wo Menschen nichts tun können, da greift Gott ein. Und eine Not für Eltern ist es auch manchmal, wenn Kinder schlecht sind in der Schule. Aber auch da hilft Gott. Und eine Frau aus Italien berichtet: Vielen Dank, dass ihr für meine Tochter gebetet habt. Ihre Noten sind viel besser geworden. Danke, Jesus. Das ist doch eine Freude. Und Jesus befreit auch von negativen Verstrickungen. Gott ist an der Arbeit. Ich kann sagen, schreibt da jemand, dass ich immer mehr von negativen Verstrickungen frei werde. Der Herr arbeitet an mir. Es geht langsam immer Stück für Stück besser. Eure monatliche Post und der wöchentliche Impuls sind dabei eine wertvolle Hilfe. Danke. Ja, manchmal hilft Gott Stück für Stück, einen Schritt um den anderen. Und manchmal greift er auch sofort ein. Und eine Frau schreibt uns von ihrer Heilung: Ich habe euch vor Wochen ein Gebetsanliegen geschrieben. Ich hatte Blut im Stuhl und musste eine Darmspiegelung vornehmen lassen. Bei der nächsten Untersuchung war alles gut. Ich danke unserem Vater für seine Heilung. Das ist eine wunderbare Gebetserhörung, wo die Last abfällt, wenn man so etwas vor sich hat und auf ein Ergebnis wartet. Eine begeisterte Großmutter schreibt von der Geburt ihrer Enkelin. Am 25. Juni 2021 ist unsere Enkelin auf die Welt gekommen und erfreut alle, die mit ihr in Kontakt kommen. Vielen Dank für eure Gebete, die eine wunderbare Wirkung hatten. Da soll einer sagen, dass es keinen Gott gibt. Wir sind total begeistert. Ja, wie schön, wenn man so ein kleines Lebewesen in der Hand haben darf, im Arm halten darf. Ja, wir sind auch begeistert über diese Nachrichten und über diese Gebetserhörungen. Hast auch du was erlebt? Lass es uns wissen. Möchtest du Frucht bringen oder sagst du, alles gehört mir, ich gebe nichts her? Ich sag dir, entscheide dich und überleg mal drüber nach, überleg mal, an welcher Quelle holst du die Nahrung?
Ist das alles, was um dich herum passiert und ist das deine Nahrung oder hast du wirklich eine Quelle, die lebendige Quelle? Weil das ist ein ganz anderes Potenzial und die Frucht sieht ganz anders aus. Wir beten gerne für dich, wenn du uns dein Gebetsanliegen wissen lässt. Und auch heute am Telefon wieder bis 13 Uhr. Ja, du hast von diesem einen Zeugnis gehört, eine wöchentliche Ermutigung. Die haben wir auch über E-Mail. Jeden Montag Ermutigung der Woche. Hast du das noch nicht abonniert? Du kannst es kostenlos auf unserer Webseite tun. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.